Wir haben die Funktion gegeben, f von x gleich 2 Sinus 0,5x plus x und möchten von dieser Funktion eine Analyse machen. Wir werden uns mit den folgenden Fragen beschäftigen: Ableitungen, Periode, Nullstellen, Extrempunkte, Wendepunkte und danach machen wir noch eine kleine Skizze. Beginnen wir also mit den Ableitungen. Die Ableitungen sind sehr einfach. F' von x ist gleich Sinus abgeleitet gibt Cosinus. Die Klammer ändert sich nie. Die 2 vorne ist mit mal verbunden, bleibt also stehen. Und die innere Ableitung, also die 0,5, kommt noch raus aus der Klammer. X abgeleitet gibt 1. Jetzt können wir das zusammenfassen. 2 mal 0,5 gibt 1, also Cosinus von 0,5x plus 1. Die zweite Ableitung. Cosinus abgeleitet gibt minus Sinus. Die Klammer ändert sich nicht. Die innere Ableitung, also die 0,5, die kommt raus, nach hinten oder nach vorne. Die 1 ist mit Plus verbunden, die fällt also weg. Und die dritte Ableitung ebenso. Sinus abgeleitet gibt Cosinus. Die 0,5 oder die minus 0,5, die bleibt stehen, weil sie ist mit mal verbunden. Die Klammer ändert sich nicht. Und die innere Ableitung, also die 0,5, kommt nochmal raus, sodass die 0,5 zweimal dasteht. Also minus 0,25 mal Cosinus von 0,5x. Die Ableitungen sind wichtig. Die merken wir uns. Wir schreiben sie mal hier oben hin. Also nochmal, erste Ableitung Cosinus von 0,5x plus 1. Zweite Ableitung minus 0,5 Sinus von 0,5x. Und die dritte Ableitung, die merken wir uns einfach mal. Als zweites untersuchen wir die Funktion auf eine Periodizität, also auf eine Periode. Es gibt ja folgendes Problem. Die Funktion Sinus 0,5x ist eine periodische Funktion. Das x hintendran ist aber nicht periodisch. Wir haben also einen periodischen Teil und einen nicht periodischen Teil. Wir wissen nicht, was dabei passiert. Wenn es eine Periode gibt, die Formel für die Periode lautet immer 2 Pi durch B, wobei B immer die Zahl vor dem X ist. In dem Fall also 2 Pi durch 0,5. 2 durch 0,5 wäre 4, also ist die Periode 4 Pi. Wenn die Funktion periodisch ist, dann kann die Funktion nur 4 Pi sein. Schauen wir mal. Also, wenn es eine Periode gibt, dann ist sie definitiv 4Pi. Wir machen nochmal ein Fragezeichen dahinter, weil das noch nicht klar ist, was passiert wegen diesem unperiodischen x-Teil hier. Nullstellen sind sehr einfach hier. Und zwar kann man die Nullstellen dieser Funktion nicht berechnen. Wenn sie ein x in der Klammer haben beim Sinus und ein x außerhalb, mit Plus oder Minus verbunden, nennt sich das eine transzendente Gleichung. Man kann sie nicht lösen. Sie brauchen es also gar nicht erst probieren. Das heißt, Nullstellen kriegen wir nicht raus. Nun, dann kommen wir schon gleich zu den Extrempunkten. Um die Extrempunkte zu bestimmen, setzen wir die erste Ableitung 0. Also nehmen wir nochmal die erste Ableitung, die war Cosinus von 0,5x plus 1 gleich 0. Und jetzt lösen wir erstmal nach Cosinus auf, das heißt wir bringen die 1 rüber.
So. Und jetzt überlegen Sie sich bitte, wo wird der Kosinus 0? Beziehungsweise, wo wird er minus 1 in unserem Fall? Die Kosinusfunktion sieht normalerweise so aus. Die Periode ist bei 2 Pi. Das heißt, die Kosinusfunktion wird minus 1 bei Pi. Das heißt, wenn diese Klammer den Wert Pi liefert, dann erhalten wir als Ergebnis minus 1. Das heißt, also nochmal, aus diesem Punkt erkennen wir schon, wenn x Pi ist, dann ist der y-Wert minus 1. Das heißt, hier in dieser Klammer, wenn diese 0 ist, Entschuldigung, wenn diese Pi ist, dann liefert mir der Kosinus den Wert minus 1. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich schon das x. Jetzt teilen wir erstmal durch 0,5, beziehungsweise wir multiplizieren mit 2 und erhalten x ist gleich 2 Pi. Natürlich, da die Funktion periodisch ist, können wir noch beliebig oft eine Periode hinzuzählen. Das heißt, x ist gleich 2 Pi plus beliebig oft mal 4 Pi. Wobei, wir halten immer noch im Hinterkopf das Problem, ob es eine Periode ist, das ist ja noch ungeklärt. Aber damit haben wir schon mal alle x-Werte, wo Extrempunkte möglich sein können. Schauen wir mal, ob das Ganze Hoch- oder Tiefpunkte sind. Um zu schauen, ob eine Funktion Hoch- oder Tiefpunkte liefert, nehmen wir die x-Werte und setzen sie in die zweite Ableitung ein. Das heißt, diesen langen x-Wert setzen wir in die zweite Ableitung ein. Also haben wir f2' von 2pi plus n mal 4pi. Also da oben minus 0,5 mal Sinus von 0,5x. Und x ist ja 2pi plus n mal 4pi, gibt minus 0,5 mal Sinus von 0,5 mal 2pi gibt pi, 0,5 mal n mal 4pi gibt, 0,5 mal 4 sind 2. Jetzt erkennen wir zum einen Folgendes. Sinus ist ja periodisch, mit der Periode 2pi. Das heißt, egal wie oft wir zu diesem x-Wert, zu Pi, noch n mal 2Pi dazuzählen, ändert sich ja nie was. Das heißt, wir können dieses n mal 2Pi wegdenken. Das ist also das gleiche wie minus 0,5 mal Sinus von Pi. Sinus von Pi ist 0. Mein minus 0,5 ist immer noch 0. Das heißt, wir haben bei der zweiten Ableitung 0 erhalten. Das spricht eigentlich dafür, dass dieser x-Wert hier kein Extrempunkt ist, sondern ein Sattelpunkt. Andere x-Werte haben wir nicht, das heißt, es gibt wahrscheinlich gar keine Extrempunkte. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir merken uns den x-Wert. Wir setzen den x-Wert in die dritte Ableitung ein. Und schauen dann, ob die dritte Ableitung 0 ergibt. Wenn sie 0 gibt, dann haben wir wirklich ein ernsthaftes Problem, denn wissen wir nicht mal, ob es wirklich Wendepunkte sind. Wenn die dritte Ableitung nicht 0 wird, dann wissen wir sicher, wir haben keinen Extrema, denn dann sind diese x-Werte tatsächlich Sattelpunkte. Also, wir vermuten jetzt mal, dass wir bei diesem x-Wert einen Sattelpunkt haben. Und wir vermuten mal, dass wir keine Hoch- und Tiefpunkte haben. Also, Sattelpunkt beim x-Wert 2pi plus beliebig oft mal 4pi und den y-Wert, den haben wir nicht berechnet. Und wir schreiben das Ganze immer noch mit Fragezeichen, weil wir es ja streng genommen noch nicht bewiesen haben. Und damit springen wir zum Punkt Wendepunkte. Und berechnen die Wendepunkte.
Um die Wendepunkte zu berechnen, müssen wir die zweite Ableitung 0 setzen. Die zweite Ableitung hier oben lautet minus 0,5 mal Sinus von 0,5x. Wenn wir durch minus 0,5 teilen, dann geht das weg. Und es bleibt übrig, Sinus von 0,5x gleich 0. Auch dafür hilft eine kleine Skizze. Sinusfunktion sieht üblicherweise so aus. Läuft hier durch den Ursprung, hat die Periode bei 2π und schneidet die x-Achse noch einmal bei π. Das heißt, wir haben automatisch eine Lösung, wenn das Innere dieser Klammer 0 ist, dann hätten wir nämlich diese Nullstelle hier. Und wenn das Innere von der Klammer Pi liefert, dann wäre der Sinus auch wieder 0. Das heißt, wenn das Innere der Klammer also 0,5x Pi wäre, dann wäre das Innere der Klammer auch 0. Natürlich können wir beliebig oft die Periode hinzuzählen. Deswegen sparen wir uns die Lösung 2Pi, denn es ist das gleiche wie 0, nur eben eine Periode weiter. Jetzt lösen wir mal nach x auf. Das heißt, wenn wir 0,5x gleich 0 durch 0,5 teilen, haben wir x gleich 0. Und wenn wir 0,5x gleich Pi, wenn wir das durch 0,5 teilen oder mal 2 rechnen, dann haben wir x gleich 2Pi. Auch hier gilt, ich kann beliebig oft die Periode hinzuzählen. Also haben wir bei jedem x-Wert das plus n mal 4Pi stehen. Jetzt sehen wir zum einen dieser x-Wert 2Pi plus n mal 4Pi, den wir vorher hatten, der taucht hier wieder auf. Also können wir sehen, was wir da erhalten werden. Wir setzen also die x-Werte in die dritte Ableitung ein, um zu schauen, ob wir 0 erhalten oder nicht. Also überprüfen wir das Ganze mit der dritten Ableitung. Die dritte Ableitung lautete minus 0,25 mal Cosinus von 0,5x. Wenn wir unser x1 hier einsetzen, also 0 plus n mal 4b haben wir minus 0,25 mal Cosinus von 0,5 mal x ist, also die 0, die denken wir weg, also n mal 4pi, 0,5 mal n mal 4pi gibt 2, n mal 2pi heißt beliebig oft mal 2pi. Da der Cosinus die Periode von 2pi hat, ist es eigentlich genau das gleiche, als wenn wir das weglassen würden. Also wir können genauso gut minus 0,25 Cosinus von 0 betrachten. Cosinus von 0 ist 1 mal minus 0,25 sind minus 0,25. Das Ergebnis ist nicht 0 und deswegen haben wir hier ganz sicher einen Wendepunkt. Das heißt, wir haben ganz sicher einen Wendepunkt bei 0 plus n mal 4pi. Den y-Wert haben wir noch nicht. Nun überprüfen wir den zweiten x-Wert auch. Ich setze also den zweiten x-Wert jetzt in die dritte Ableitung ein. Haben also Cosinus von 0,5 mal x, also x ist wieder dieser ganze Term, 2pi plus n mal 4pi. Jetzt lösen wir die kleine Klammer erstmal auf. Wir multiplizieren also 0,5 mal 2pi aus. Also 0,5 mal 2pi sind also 1pi plus 0,5 mal n mal 4pi sind n mal 2pi.
Auch hier gilt wieder n mal 2 Pi. Könnten wir jetzt einfach wegdenken, weil der Kosinus eine Periode von 2 Pi hat. Den Term denken wir uns jetzt weg. Kosinus von Pi ist minus 1. Können Sie gerne mit dem Taschenrechner nachprüfen. Also minus 0,25 mal minus 1 gibt 0,25 und damit haben wir ganz sicher bei diesem x-Wert auch einen Wendepunkt. Das heißt, die Vermutung, die wir vorher hatten, diese Sattelpunktvermutung, diese Vermutung ist jetzt sicher, das Fragezeichen machen wir weg und wir brauchen nur noch die y-Werte. Um die y-Werte zu erhalten, setzen wir die x-Werte in die Ausgangsgleichung ein. Der erste y-Wert erhalten wir, indem wir das n mal 4pi in die Ausgangsgleichung einsetzen. Das ergibt also 2 mal Sinus von 0,5 mal, die 0 denken wir weg, n mal 4pi plus x, also n mal 4pi. 0,5 mal 4 sind 2pi. N mal 2pi könnten wir uns wegdenken, weil Sinus hat eine Periode von 2pi. Das ist also das gleiche, als wenn wir einfach stehen hätten 2 mal Sinus von 0 plus n mal 4pi. Sinus von 0 gibt 0. Also erhalten wir nur noch n mal 4pi. Also ist das der y-Wert. Das heißt, dieser Wendepunkt hat auch den y-Wert n mal 4pi. Das ist ein schöner y-Wert. Jetzt setzen wir den zweiten x-Wert in die Ausgangsgleichung ein. 2 mal Sinus von 0,5 mal x. Also 2pi plus n mal 4pi plus x, also 2pi plus n mal 4pi. Die Klammer brauchen wir nicht. Also wir multiplizieren wieder die kleine Klammer aus. Also 2 mal Sinus von 0,5 mal 2pi sind pi. 0,5 mal n mal 4pi sind n mal 2pi. Den hinteren x-Wert, den schreiben wir einfach ab. N mal 2pi denken wir uns wieder weg, weil Sinus ja die Periode von 2pi hat. Spielt also keine Rolle, wie oft wir 2pi dazu zählen. Also erhalten wir wieder 2, ach, machen wir es so, Sinus von Pi liefert 0 mal 2, gibt immer noch 0 und es bleibt als y-Wert nur dieser Term übrig. Das heißt, der y-Wert von diesem Sattelpunkt ist zufällig genau das gleiche wie der x-Wert plus 2Pi plus n mal 4Pi. Jetzt haben wir also auch die Wendepunkte. Und damit können wir den letzten Punkt, die Skizze, wagen. So, das war jetzt mal das Hässlichste von dieser ganzen Aufgabe. Jetzt kommt noch eine schöne Skizze. Nullstellen, die kennen wir nicht. Eigentlich kennen wir nur die Wendepunkte und Sattelpunkte. Wir könnten eine Vermutung äußern, wenn sich die erste Ableitung mal anschauen. Cosinus kann ja nur die Werte zwischen minus 1 und 1 annehmen. Wenn wir da 1 dazuzählen, heißt das, meine ganze Ableitung kann nur Werte zwischen 0 und 2 annehmen. Das heißt, die Ableitung ist überhaupt nicht negativ. Die kann nie fallen. Meine Funktion steigt also immer nur. Was nutzt das jetzt? Nehmen wir mal an, wir setzen für n gleich 0 ein. Dann haben wir hier einen Sattelpunkt bei 2pi.
Das fällt weg. Der y-Wert ist 2π. Mein Wendepunkt ist bei 0, 0. Setzen wir noch für n gleich 1 ein. Dann ist der zweite Sattelpunkt bei 2π plus 1 mal 4π sind 6π. Und der y-Wert ist genau gleich. Und wir haben einen Wendepunkt bei, für n1 gibt also 4π und nochmal 4π. Zum einen bedeutet das, wir machen hier jetzt gar nicht groß weiter. Was nehmen wir denn hier für eine Skala? Eine normale Skala in Zentimetern ist sinnlos, weil die kleinsten Werte sind 4π, 2π, 2π sind schon 6. Also wenn wir Zentimeter nehmen würden, dann wäre das sehr groß. Wir sagen also einfach, hier ist 2π, 4π, 6π und so weiter. Auf der y-Achse nehmen wir die gleiche Skala. Müssen wir eigentlich nicht zwingend, machen wir aber mal. Was erhalten wir also? Bei 0, 0 haben wir einen Wendepunkt. Das heißt, die Funktion läuft hier irgendwie durch diesen Ursprung. Dann der nächste Punkt ist bei 2π. 2π, das ist ein Sattelpunkt. Das heißt, die Funktion wird da flach sein. Dann haben wir wiederum einen Wendepunkt bei 4π. 4π, das ist hier. Und einen Sattelpunkt, also flach, bei 6π. 6π. Das heißt, hier haben wir einen Wendepunkt bei 4π und dann wiederum einen Sattelpunkt bei 6π und 6π. Das heißt, die Funktion macht hier eigentlich immer das Gleiche. Sie steigt, hat einen Wendepunkt, steigt, hat einen Wendepunkt. Nach unten wahrscheinlich genau das Gleiche. Hier geht sie durch einen Ursprung, hat also hier wahrscheinlich einen Sattelpunkt, einen Wendepunkt, Sattelpunkt und so weiter. Es ist also eine sehr interessante Funktion, würde ich mal sagen. Hiermit wird übrigens auch die Frage nach der Periode beantwortet, die wir vorhin hatten. Die Funktion hat schon so eine gewisse Periode, also das heißt, irgendwas wiederholt sich ja. Aber im klassischen Sinne einer Periode gibt es hier keine Periode, denn die Funktion wiederholt sich nicht perfekt. Das heißt, dieses Fragezeichen bei der Periode, das ist also negativ. Wir lassen es trotzdem nochmal stehen, aber eine Periode im klassischen Sinne ist bei dieser Funktion nicht gegeben. Wenn Sie also die Frage beantworten müssten, ist die Funktion f von x periodisch, müssten Sie streng genommen die Frage verneinen.